Ihr wollt wissen, wofür diese Säule sein soll? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Kiff. So. Hier drunter wollen wir erstmal eine schöne Säule bauen. Damit das Ding halt nicht so rumschwebt. Und dann wollen wir gucken, dass wir so langsam anfangen, uns hier eine Plattform zu bauen. Ich bin echt am Überlegen, das alles einfach in der Höhe hier rüber zu ziehen. Weil dann kann ich unten drunter die Ressourcen farmen, ohne Probleme. Dann da auch meine Materialien rausholen, wenn ich welche brauche. Ein kleines Lager da hinsetzen, wie beim letzten Mal auch. Auf der Seite hätten wir die Möglichkeit, das reinfahren zu lassen. Alles, was an Logistik ist, können wir unten drunter machen. So an Ressourcenlogistik. Ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ist da vorne schon das Kriterium? Sieht so aus. Wunderbar. Da sind wir ja recht nah rangekommen. Also ich habe mir wirklich, glaube ich, eine ganz gute Stelle für das Ganze ausgesucht. Also das Schlimmste war ja das Bauxit. Naja. Entschuldigung, zweitschlimmste, weil wir brauchen Wasser. Und ich glaube, mit dem hier kommen wir nicht so ganz aus. Und wir könnten gucken, ob wir hier oben was hinkriegen. Wir haben hier Wasser und im Zweifel haben wir was. Das wird aber eine echt blöde Odyssee. Schön, wenn hier jetzt die Bahnstrecke eingezeichnet wäre, wie sie genau verläuft. Ja. Aber ich will das, glaube ich. Und man könnte überlegen, einfach da dann Rohre reinzusetzen, vorne nach hinten durch, fertig. Ja, könnte man machen. Also, eine Möglichkeit gäbe es, wir hätten wenigstens schon mal die Pfosten stehen. Da müsste man an diesen ein bisschen rumbasteln, aber das ist ja einfacher, als wenn man das wirklich komplett neu machen muss. So. Das haben wir. Dann fangen wir mal an mit einem Pfosten unten drunter. Die große Frage ist, wir machen jetzt vorhin die Mitte. Wie gesagt, in die Mitte wollen wir. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und dann ist das 5, also weg. Du bist die Mitte. Den müssen wir nämlich sehen. Wir haben gesagt, da machen wir jetzt eine wirklich massive Geschichte hin. Indem wir, nein, da hingehen. Also. Vertikal suchen. Bis unten in den Boden. Soll das natürlich auch massiv werden. Ne? Das heißt, wir ziehen uns jetzt so. Eine Kreatur ist im Weg. So. Zisch ab. Jetzt muss ich dich töten. Nervst gerade maximal. Echt jetzt oben in die Beton. Ciao.
wir haben ja noch ein bisschen was dabei. Also Beton wird ja echt unser größtes Problem und wir hätten die Möglichkeit, wenn ich mir nochmal auf die Karte gucke, wir haben ja hier eine ganze Menge Beton. Und ich glaube, dieser Beton, ein auch noch, wir könnten hier ein kleines Betonwerk machen, damit wir hier immer genug haben, weil das ist echt kein Problem, oder echt ein Problem so rum. Da ein Miner Mark 3 drauf, dann ballert der 780 da raus und gut ist. Erstmal 480, die würden auch reichen. Die setzen wir dann in ein paar Raffinerien und den fertigen Beton schicken wir hier hoch. Das ist, glaube ich, relativ vernünftig. Ist nicht die Lösung für den Beton, den wir hier für das Christliche brauchen. Aber das ist schon okay. Das kriegen wir hin. Nur das wird hier definitiv eine Sache sein, die wir ganz viel brauchen. Wobei da auch noch andere Sachen dazukommen werden, die wir viel brauchen. So, dahin. Und hier hinten war noch ein, wenn der jetzt da drin steht. Nein, die ist eigentlich gut. Wunderbar. Einmal hier runter. Wir hätten gerne das hier auch zu. Wie sieht es hier auf der Seite aus? Hier ist alles super. Okay, wunderbar. Dann geht das nämlich jetzt hier los. Wir wollen wenn wir das so haben, dann müssten wir dort in die Ecke. Oh, jetzt geht das los, dass ich das mir wieder räumlich vorstellen muss. Das haut wieder nicht hin. Dorthin. Dann kommst du hier dran. Dort ziehen wir das da runter. Was ich trage. Das heißt, ich ziehe euch hier hin. Bleibt mir gerade nichts anderes über. Sieht an der Stelle ein bisschen blöd aus. Hier drunter. Und ja. So, jetzt brauchen wir so eine Ecke. Die wollen wir hier haben. Macht das Sinn? Nein, macht nicht. Da brauchen wir. Da müssten wir eigentlich mit Wänden arbeiten, oder? Weil das kriegen wir wieder nicht. Ah, das ist wieder das gleiche Problem, was ich immer habe. Mhm.
Weil das passt nicht, das passt nicht. Für mich fehlt irgendwo, also entweder bin ich viel zu blöd dafür. Pass auf. Hier hingehen. Und dieses nehmen. Dann haben wir hier genau das, was ich haben wollte. Und jetzt ist das hier wieder so pixel perfekt. Guck mal, dann haben wir das doch hier genauso, wie ich das haben will. Sind sie da in der Mitte? Egal. Der Spieler ist im Weg. Ja. Das war korrekt. So. Jetzt müssen wir den Spaß noch hier rüber kriegen. Das kriegen wir aber nur mit dieser Rampe hin, ne? Das hier auf die Ecke läuft. Oder haben wir noch eine andere Möglichkeit? Weil das würde es ja hier so komisch kappen. Das sieht auch doof aus. Ne, wir nehmen diese Ecke. Also, falls ihr meint, boah, bist du doof, mach doch das so, nimm doch die Teile und dann ist doch gut. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil ich bin für den Teil wirklich, der macht mich jedes Mal, also so eine Schräge an der Seite, der macht mich wirklich fertig. Grundsätzlich, das, was ich jetzt hier mache, es ist nicht so, dass ich sage, aber das ist ja protestlich, das sieht ja richtig scheiße aus. Aber es ist halt auch nicht so hundertprozentig das, was ich mir gedacht habe. Ihr versteht. Aber egal. Das Ding hier muss den kompletten Kreisverkehr halten. Der Spieler ist im Weg. So, darüber. Und hier noch den hin. Dann kannst du einfach dahin. Ich habe Gott sei Dank ein paar Ecken, die einfach sind. Aber diese hier gehörte zum Beispiel nicht dazu. Jetzt muss ich das nämlich hier irgendwie. So. Wie machen wir das denn jetzt? Da müssen wir jetzt den dran setzen, genau. Dann müssen wir da. Welche Richtung? Der jetzt so. Dann kommt der da dran. So einer da oben rein. Und hier vorne nochmal so. Also das kriege ich hin. Nur hier die Ecke. Die wird nochmal so ein bisschen flimsig. Aber hey, geht doch, oder? Also auf jeden Fall massiv genug, um sowas halten zu können und auch plausibel, oder? Auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir das Ganze oben auch noch haben.
Ich möchte es aber oben ein bisschen leichter machen. Ich möchte letztendlich nur den Rahmen haben, der den Kreisverkehr hält. Die Zeit, 15 Minuten schon. Haben wir hier irgendwo einen Punkt, wo ich auch hochkomme? Jo, hier. Wunderbar. So. Ihr kommt erstmal weg. Ihr da unten auf gar keinen Fall. Okay, das brechen wir ab. Ich möchte dich weg haben, dich weg haben und dich weg haben. So, jetzt gehen wir hier hin und sagen, also der bleibt. Nee. Aber eine schöne massive Säule in der Mitte und einen fliegenden. Weiß nicht, ja. Ist das nicht wunderbar? So, gehen wir weiter. Wir gehen auf Architektur. Schnappen uns die Kollegen hier und setzen die. Einmal hier so rum. Dann haben wir das schon. Kriegen wir die Mitte vielleicht auch noch ein bisschen anders gemacht hier. Ich jetzt ja, die drei nehmen wir weg und tauschen die gegen diese hier aus. Dann nehmen wir die drei weg. Die drei weg. Die drei weg. Dann nehmen wir das hier. Okay, so haben wir doch hier schon mal einen Bereich. Wir könnten jetzt überlegen, das brauchen wir hier definitiv nicht. Auf gar keinen Fall. Das braucht nicht hin. Das heißt, ich muss ja, Spiel, was hast du gerade? Warum ruckelt die Musik so? Egal. Können wir das so machen? So filigran, dass der nur so auf. Was? Fragen uns nicht, ob wir das können. Wir machen es einfach mal. Irgendwas ist an dieser Spitze anders. Und diese, okay. Wir haben da tatsächlich noch einen mehr. Dann können wir den aber rausnehmen und den. Setzen uns hier noch den rein. Da auch machen. Habe ich da jetzt zwei hingesetzt? Nein, das ist noch so. Okay. Das machen wir jetzt einfach so. Ja.
stört mich gerade ein bisschen, dass die Musik gerade immer so ruckelt. Was ist denn los? Dich raus. Was da? Wir haben dann. Ja, dann können wir den rausnehmen. Das macht es hier oben auf jeden Fall ein bisschen lockerer. Das heißt, du kommst raus, du kommst raus. Ihr drei kommt sowieso raus. Da wird auch mal interessant, aber das können wir auch so machen. Und der kommt raus. Dann gehen wir mal hin und sagen, wir hätten gerne dich da, dich da. Das macht auch Sinn, da die Lücke so zu füllen. Ja. Das heißt, das kommt dahin. Und wir füllen diese Lücke auch nochmal. So, dann ist immer zwei rüber, ein rein. Ein rein, zwei rüber. Warte. Und hier alles weg. Da alles weg. Das weg, das weg. Ja, das lässt den hier oben ein bisschen für die Gerade erscheinen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir haben hier das Problem, dass die Dinger immer so gemacht werden müssen. Ich hoffe, dass meine Stimme gleich nicht ganz verzerrt ist. Das ist ein Problem. Dann könnte das für euch ganz schön grausig klingen. Aber das werden wir dann sehen. Eieieiei. Das? Nein, nicht da drunter. Da dran. Da dran. Und da haben wir schon. So, und jetzt nehmen wir uns nämlich von hier aus. Einmal so. Nee, gehen so. Bitte lass mich das hier irgendwo dran bauen. An der Stelle, wo ich es gerne hätte. Danke. Ja. Das gefällt mir. Und den ziehen wir jetzt noch von da aus einen weiter raus. Das machen wir jetzt einmal komplett drumherum. Da nochmal die Schrägen drunter. So. Das ist super. Ich habe die ganze Folge damit verbracht, einfach nur ein bisschen eine Säule zu bauen. Naja, ihr kennt das ja, ne? Ist ja Gott sei Dank. Meine Zuschauerschaft ist ja Gott sei Dank selbst betroffen und weiß, wie lange sowas dauern kann, wenn man es gerade eben überlegt. Okay. Würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge gehen wir mal los und besorgen uns die ganzen Rohstoffe, die wir brauchen.
warum kommt dieses Spiel jetzt auf die Idee, dass es mir das alles so schön ruckelig an Musik präsentieren muss? So, jetzt haben wir hier diesen schönen Schacht, den ich überhaupt nicht benutzen möchte. Jetzt ist die Frage, mache ich den Schacht von innen dicht? Mache ich einfach nur einen Deckel drauf? Ich glaube, ich mache einfach nur einen Deckel drauf. Die wir schon hatten, den brauchte ich ja gerade nur als Orientierungshilfe. Aber die andere Frage ist, das sieht ja jetzt in der Mitte so richtig scheiße aus. So richtig kahl. Was können wir da hinsetzen? Okay, wir haben drei Probleme damit, aber ne, egal. Das ist es nicht. Hab kann auch nur einmal gebaut werden, logischerweise. Haben wir keine Teile für. Schredder macht auch keinen Sinn. Autosave haben wir jetzt gleich auch noch. Ein Generator oder so. AKW da drauf. Ja. Wie groß war noch mal der Droneport? Das wäre natürlich eine Idee. Könnte man das Ding am Ende sogar noch nutzen, vor allem diese Säule. Wenn ich hingehe und einen Droneport da drauf setze, könnte der dafür da sein, um mein Material rüberzubringen. Also das fertige Endprodukt, das wir dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr brauchen werden. Ja, weil wir sind jetzt immerhin schon bei 3250. Aber es ist egal. Wir ziehen das jetzt durch. Aber sobald wir da oben fertig sind, werden wir diese Phase abschließen. Ne, dann gibt es das einmal einen Trip nach Hause und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, wie groß ist der Droneport 3x3 Transport? Drohnenlande. Oh, das schmeckt schon ein bisschen, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich. Den hier mitten reinsetzen. Und zwar so gedreht, dass man vom Bahnhof da drauf guckt. Hinten wird der Spaß reinkommen und wir fliegen die damit rüber. Ja, mir fehlt gerade Material. Das ist mir vollkommen. Die Idee halten wir doch mal. Wir schmeißen die Blocksignale jetzt aus unserer Liste raus. Wir schmeißen die Blocksignale aus unserer Liste raus, weil das ist jetzt. Ja, null, weg damit. Und packen einen Droneport da rein. Wir müssen dann zwar hinten auch nochmal einen packen, aber ist mir steht egal. Hier kommt ein Droneport drauf. Und der bringt uns am Ende die ganze Scheiße, die wir hier produzieren, nach Hause. Um sie dort dann zu schreddern. Ich werde die auch ganz stumpf auf das gleiche Förderband setzen, wie es jetzt gerade aus der Maschine kommt. Und unten dann einfach nur kurz vorher abzweigen lassen auf eins der anderen Bänder, damit der Spaß schön Coupons erzeugt. Das ist ineffizient ohne Ende. Das ist absoluter Bullshit. Ich hab voll Bock drauf. Wenn euch die Idee gefällt, schreibt es doch mal in die Kommentare. So. Bevor ich jetzt aber noch mehr Zeit hier irgendwie verschwende, komm. Ich weiß, ich hab sie gerade weggemacht, aber ich glaube, das sieht hier tatsächlich besser aus, wenn ich das rüberziehe. Alter. Richtig mal wieder ein, liebe Musik. Was ist denn hier los? Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.